Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Ich bin nur mal ein paar Meter weiter gelaufen. Ich habe jetzt dann hier einen Wolf heulen hören. Von daher lasse ich das mal. Und ich habe mich tatsächlich getäuscht. Ich dachte, bei den Flüssen gäbe es keinen Stroh. Aber gut, habe ich mich wirklich getäuscht, weil anscheinend gibt es hier Stroh. Ich wollte mit euch jetzt halt erst einmal nach Osteuer gehen, weil wir haben hier die eine Quest abzugeben mit Stein, Schere, Pergament. Und bin mal gespannt, was uns hier noch alles begegnen wird. Wir haben ja beim letzten Mal hier auf dem Weg diesen umgestürzten Karren gesehen, den Toten mit dem Pfeil im Rücken und haben das tote Pferd ja auch dann gehäutet, was uns auf jeden Fall jede Menge Leder und Fleisch eingebracht hat. Das waren, glaube ich, 30 Fleisch, 30 Leder. Was ja ganz gut war für den Händler, der da unterwegs war, anscheinend war das nicht so gut. Und ich werde auch gemütlich laufen, also sage ich auch gleich dazu. Ich möchte nämlich wirklich die Beine in die Hand nehmen können, wenn ich rennen muss. Ich bin eh schon ein bisschen überladen, weil ich gerade noch mal Beeren eingesammelt habe. Warum habe ich jetzt da... Warum höre ich da Wasser? Da ist doch kein Wasser. Doch, ich kann hier tatsächlich Wasser trinken, okay. Ui, okay, das war jetzt natürlich Glück, dass ich den Kupferspeer schon in der Hand hatte. Der macht nämlich doch ein bisschen mehr Schaden, aber ich habe nicht runtergestellt. Also ich habe den Dingsbums-Schaden nicht runtergestellt. Spieleinstellungen anpassen, nur dass ihr das auch seht. Also ich hab da jetzt halt nichts Verstelltes. Ich habe das immer noch auf 100%, so wie es sein soll. Aber ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich hier plötzlich einen Wolf sehe. Und ich höre schon wieder einen. Da vorne ist noch einer, ne? Vielleicht, wenn ich den schon mal schädige... Ja. Nimm dein Speer. Ist ein Breitwegerich. Ganz schnell. Alter. Okay. Ich hoffe mal, dass es bei den Zweien bleibt. Mal schauen, ob ich hier noch einen Steinpfeil finde. Einer. Da vorne ist noch ein Wolf, ne? Und der wird mit Sicherheit auch herkommen. Ja, ja. Ich merke dich schon. Ich traue mich nur nicht, den Bogen rauszutun, weil der Wechsel ist ein bisschen... Okay, also mit Kupferspeer ist es machbar. Das freut mich jetzt schon mal. Der hat mich jetzt halt auch noch mal ganz kurz gezwickt. Aber hätte ich jetzt halt nicht gegessen, also den Breitwegerich mir reingehauen, dann wäre ich auf jeden Fall im Jenseits gelandet. Huh. Okay, also es geht. Mit besseren Waffen geht es auf jeden Fall. So, ich bin aber eh schon viel zu weit. Ich wollte eigentlich hier rüber. Und ich denke auch, dass wir wirklich den Weg geradeaus rüber nehmen. Ich bin jetzt natürlich mal gespannt, was wir hier noch finden. Ich hoffe mal, dass ich noch ein bisschen Breitwegerich auch sammeln kann. Ja, ich sollte mich auch darauf beschränken, auf den Breitwegerich. Weil ich bin ja eh schon überladen jetzt halt mit dem Fell und so weiter. Gucken wir mal. Füchse oder sowas stören mich nicht. Solange ich die nämlich nicht angreife, greifen die mich auch nicht an. Schlimm wäre es jetzt halt, Wiesent zu sehen. Weil ich kann jetzt halt definitiv nicht rennen. Ne? Also nicht so, wie ich normalerweise rennen könnte. Oh, ist auch ein schönes Eck hier. Ne?
Es ist zwar auf einem Hügel, aber man kann hier, könnte hier auch schön bauen, ne? Ja gut, es ist halt sehr weit weg von der Stadt, ne? So, hier hoffe ich jetzt mal, dass ich keine Bären sehe. Nee, aber ich brauche auch einen Weg, der hier nach unten führt. Ich will mir jetzt nicht den Hals brechen. Da schaffe ich es gegen die drei Wölfe und dann breche ich mir hier den Hals. Das wäre jetzt halt nicht gut. Boah, das geht immer höher irgendwie. Warte mal. Ich versuche, ob ich hier runterkomme. So, was ist das? Das sind Steine. Okay, das sind zwei gleiche Steine. Okay. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo wir sind. Wir sind hier. Es wäre, glaube ich, nicht verkehrt, ein Lager irgendwo aufzubauen. Aber ich kann hier nirgends bauen. Ne? Da müsste ich quasi hier hin, um da ein Lager hinzusetzen. Schwierig. Da wollte ich mal hinschauen, ne? Ob das hier eine Höhle ist. Ich könnte mir das mal anreißen. Jetzt gehen wir aber erst einmal die Quest abgeben. Hallo, ihr Schäflein. Kann ich da drüber hopsen? Yes. Speer können wir wegstecken. Servusler, guten Morgen. Du sprichst mit dir selbst? Okay, mal ein bisschen rennen. Ups, Entschuldigung, bitteschön. Die Dame. Da vorne sitzt sie wahrscheinlich. Tja, habe ich ein Jahr lang gebraucht, ne, bis ich dir jetzt endlich die Quest hier abgeben kann. Nee, bei dir war das nicht. Ach so, jetzt ist er plötzlich da drüben. Das ist ja gemein. Die teleportiert sich. So schaut's aus. So, hallo, bitteschön. Geh vorbei, danke. So, Hallöchen. Auch du, geh vorbei. Ne, dass ich euch anrempel und ihr mir dann böse seid. Ich frage mich, was die zwei Kaninchen da gemacht haben. Ja. Wer weiß das schon, ne? Wenn ein Rammler dabei war? Hm. So, Nimila Svibora. Hallöchen. Guten Tag, der Herr. Hallo, ich bin in Tomilas Auftrag hier. Oh ja, sie wollte eine Schurschere, richtig? Ich habe sie genau... sie sollte... Wo verdammt nochmal habe ich sie hingetan? Oh, nun, sie ist sicher hier irgendwo. Könntest du sie bitte suchen? Ich habe es eilig. Tut mir leid, ich bin ja selbst gerade wirklich beschäftigt mit meiner Arbeit. Ich bin sicher, die Schere muss irgendwo sein. Such sie dir bitte selbst. Bezahlt ist sie schon. Natürlich muss ich es wieder selbst machen. Gut, ich mach's selbst. Ich verstehe, mach dir keine Sorgen. So, dann schauen wir mal. Da haben wir es doch schon. Die alte Schere, im Baum steckt sie. Ja, ja, alles gut. So, wir haben jetzt halt für Tomilla den überteuerten Stein, das Papier und die alte Schere. Ne? Das ist doch super. Und hier müssen wir wieder zurück. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf dem Rückweg hier vorbei, in der Hoffnung, dass ich dann da irgendwie eine Mine habe. Und wenn da eine Mine ist, dann wird definitiv ein Lager hingestellt. Doch, hier wächst tatsächlich Ried. Das ist ja toll. Warte mal, trinke mal einen Schluck Wasser. Ich hätte jetzt halt nicht gedacht, dass an den kleinen Flüssen auch Ried wächst. Ich habe gedacht, das ist immer nur bei größeren Gewässern. Also
Da habe ich mich wohl getäuscht. Also sorry, bei dem einen Kommentar habe ich nämlich geantwortet, dass bei den Flüssen eigentlich nie Ried wächst. So, aber wo waren denn die? Da sitzen die. Ah. Habe ich euch. Aber ich kann eh Wie niemanden offen hast du mich mitnehmen, ne? heute? Verwaltung, Du bist ein 1690, ne, und good lad. 1800 brauchen And wir. if it's not a matter Also of brauche ich die whether, jetzt gar nicht but if I anquatschen. were to say what I Ich bin aber echt überladen, ne? Also ein Lager wäre nicht verkehrt. Ah, da vorne, man sieht sie von hier aus schon. Mal schauen. Noch ein bisschen breitwegerig vielleicht, wenn ich finde. Ist gut. Ups. Brauch's nicht den Boden bearbeiten. Jagdgebiet entdeckt für einen Fuchs. Ja, und wenn ich dann eine Quest bekomme, jage Füchse, dann finde ich sie wieder nicht. Das hatte ich mit dem Sandman nämlich auch. Da haben wir dann Ewigkeiten die Füchse gesucht. So, die Höhle ist hier. Jetzt ist nur die Frage. Meistens ist es ja so, dass bei den Höhlen Bären sind. Sehen tue ich jetzt keinen. Ne, sehen tue ich jetzt halt ehrlich gesagt keinen. Wenn das natürlich wirklich eine Höhle ist, die nicht von Bären belagert wird oder von Wölfen, dann hätten wir hier tatsächlich eine zweite Mine. Ich bin vorsichtig. Ja, aber das ist auch wieder eine leere Höhle. Das heißt, das ist auch wieder eine, wo man irgendwas finden kann. Oder Moment. Ach nee, ich glaube, das ist eine Höhle, wo ich hier reingehen kann und die dann irgendwo hier hinten wieder rausführt. Und da unten ist Wasser, da war ich glaube ich schon mal drin. Jetzt nicht hier im Solo-Let's Play, sondern mit Sandman zusammen. Aber gut. Jetzt wäre nur die Frage, ob ich mir trotzdem ein Lager herbaue. Also hier vorne irgendwo an die Stelle. Das wäre 80 Meter weit weg. Ich kann ja die Sachen dann an zwei einfach hinschmeißen, das wäre ja egal. Aber wir hätten dann doch re relativ nah hier noch ein Lager, ne? Schauen wir mal, ob es funktioniert. Gebäude, Lager, aber wenn dann bitte das Einzellager erstmal. Okay, hier hätte ich es in grün. Jetzt gehen wir mal so weit vor wie möglich. Da hätte ich es auch noch in grün. Und das wäre direkt am Weg, ne? Okay. Kannst hier nicht platzieren. Hier gibt es Hindernisse. Die Treppen mag ich nicht. Also wenn dann lieber so einen Aufgang hier. Dann würde ich sagen, machen wir doch da einfach mal ein Lager hin. Schön, dass das mit dem Baum da hinten geklappt hat. So, was brauchen wir denn? Steine? 12 Stück. Ich habe 2 Stück. Toll. Jetzt nochmal 12 Kilo reinladen oder 10 Kilo. Nee, nicht den. Ja, komm, dann nimm den Zweig, brauchen wir ja auch. Aber ich brauche jetzt ehrlich gesagt erstmal Steine. 7. Ja, hier ist anscheinend nicht so überwachsen mit Steinen. Gehen wir mal eher Richtung Fluss hier oder Richtung See. Da müssten eigentlich dann mehr liegen. Hätte ich zumindest gedacht. Da haben wir einen, da haben wir einen. Jetzt haben wir schon mal 9. 3 brauchen wir noch. Ja, ich schmeiße dann gleich was raus. Das soll ein Stock sein, okay. Da sind noch Steine.
10, 11, 11, 12. Dann ballern wir erst einmal die Steine drauf. Dann muss ich wahrscheinlich ein bisschen Holz fällen. Schade, dass es nicht so kleine Kisten irgendwie gibt, ne, die man aufbauen kann. Das wäre nicht schlecht. Nee, das will ich nicht machen. Ich will mal gucken. Holzstamm 10-mal. Dann schmeiße ich jetzt mal raus das Holzrad. Das hat immerhin 4 Kilo. Das sind die Questgegenstände. Dann schmeißen wir mal raus die... Moment, lassen wir mal das erst fallen. Schmeißen wir mal raus die Bretter. Dann schmeiße ich raus die Pelze. So, jetzt liegt das schön alles übereinander. Dann können wir auch die 30 Leder noch rausschmeißen. Wunderbar. Und dann können wir jetzt erst einmal ein bisschen Holz sammeln. Zum Glück ist die Axt noch gut. Und ich glaube, das ist wirklich hier in der Ecke das Nächste, wo man irgendwie ein Lager herstellen kann. Also zumindest aus meiner Richtung aus gesehen, ne? Aber schade, dass das jetzt keine Mine ist. Weil die Höhle, die hinter dem Dorf ist, da würde ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht gerne hingehen. Das ist mir dann wirklich ein bisschen zu weit weg. Ja, sammle ruhig die Zweige auch noch. Genau, einfach mit einsammeln. Da haben wir auch noch ein paar. Aber ich brauche 10 Holzstämme. Und wenn das fertig ist, dann kann ich mich erst einmal ein bisschen entleeren. Ups. Neues Level der Gewinnung. Cool. So, jetzt haben wir 8. Mit denen, da haben wir dann 10. Dann können wir schon mal das Grundgestell wieder hinsetzen. So, einmal haben wir bitte. So, hier oben ganz viele Stöcke, ne, und ich brauche überall einen Holzstamm. Okay, aber ich will das Lager auf jeden Fall fertig bauen hier. Ja, musst du treffen auch. Ich würde sagen, dass wir mal 6 Stück. Dann können wir auf jeden Fall einiges von Zweigen verarbeiten und einiges von dem, haben wir wieder einiges vom Gewicht weniger. So, machen wir den einen noch. Ich weiß, dann habe ich recht viele von den Lagerstätten, aber das stört ja eigentlich auch nicht. Irgendwann kann ich die ja auch wieder wegreißen, wenn ich will. So, Hammer in die Hand. Genau, erst mal die Außenwände. Was ist da oben? Auch ein Holzstamm und ein Holzstamm. So, Axt. Wir haben schon wieder mitten in der Nacht, ne? Aber gut, stört nicht. Wir haben jetzt halt hier keine Tiere, die uns irgendwie gefährlich werden können. Also können wir das in aller Ruhe fertig machen.
kannst schon die Birke auch treffen, ne? Ja, nimm. So. Also das meiste wirklich, was es hier gibt, das sind Birken, ne? Also Ahorn findest du recht selten. Als zweites hast du dann eher noch die Fichten. Aber Birken ist echt überhand. Da haben wir einen Ahorn mal. Ach nee, ist eine Fichte, okay. Warte mal, wäre es recht, wenn du in die Richtung fällst. Ich glaube, der letzte Schlag entscheidet, ne? Wo der hingeht. Der Stamm. So. Dann verbauen wir mal das Zeug. Stroh haben wir ja gleich da unten. Machen wir erst einmal alles außenrum. So. Die Axt bitte. So langsam kriege ich auch Hunger, das heißt, ich sollte mal das Fleisch dann durchbraten, dass wir das essen können. Können wir mal schauen, ob wir vielleicht sogar ein festes Lager... Ach nee, das muss ich freischalten, ne? Hau nicht zu viel drauf rum. Du hast jetzt nur die eine Axt und wenn die weg ist, ist sie weg. Dann musst du wieder mit Steinäxten rumhantieren. Aber ich denke, dass ich noch mindestens zwei Bäume brauche. Fürs Dach brauchen wir dann auch nochmal. So, tut mir auch ein bisschen leid, dass es jetzt schon wieder Nacht ist. Habe ich eine Fackel? Nein, habe ich nicht. Ne, Fackel nicht ausgerüstet. Und zack, so. Wieder der Hammer. So, dann können wir einmal das da fertig machen, dann einmal das Inlay. Geht das noch? Jawohl, das geht auch noch und wir brauchen dann noch 5 Stämme und 40 Stroh. So, das Stroh sollte eigentlich kein Problem sein hier. Das ist ja mannshoch hier. Bloß nicht bewegen. Schön, wenn ich dann immer an einer Stelle gleich 3, 4 Dinge habe, die ich ernten kann. Hallo, mehr noch? Ich brauche noch. Ich brauche 40 mindestens. Jawohl, wunderbar. Haben wir jetzt auf jeden Fall genug. So, dann bräuchten wir jetzt quasi noch einen, eine Fichte, wenn es geht, und ein Ahorn. Oder Fichte und eine Birke. Ah, jetzt habe ich gedacht, da wäre ein Ahorn. Das wäre natürlich auch gut gewesen, ne? Und ich bin schon wieder überladen. Aber gut, das bin ich die ganze Zeit. Ne? Ich muss noch mal gucken, ob ich die Sachen nicht raus wieder nehmen muss, bevor ich das Gebäude fertig baue. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwo vielleicht unten drunter glitschen oder so. Dieses Wagenrad und das Leder und so weiter. Deswegen würde ich sagen, mache ich erst einmal die 3 hinteren Dachteile. Und dann stecke ich die Sachen ein und dann nehmen wir den, dann machen wir den Rest. So, Nummer 1, Nummer 2,
Ach komm, dann hau noch eins dahin. Dann steck die Sachen ein. Nee, hier. So. Haben wir denn die Hand bitte? Jawohl, und damit haben wir unser Lager fertig. Und wir können uns entleeren. Wunderbar. Würde so viele Federn auch, ne? Holzstämme, das Leder, die Pelze. Ach, cool. So, da kann ich mir jetzt erst einmal Fackeln dann noch machen. Das Haferbier können wir raustun. Die Wegwarte können wir raustun. Die unreifen Beeren kommen eigentlich ins Nahrungslager. Ich würde die aber trotzdem hier hin machen. Dann machen wir uns erstmal. Keine Ahnung, wie viele Fackeln machen. Ach so, ich kann nur eine Fackel machen, ne? Machen wir eine Fackel. Und kann ich dann jetzt ein Feuerchen bauen, zumindest eins? Was kostet denn eigentlich das Stein? 150? Nee. Nee. Dann machen wir jetzt halt einfach nur mal ein ganz simples kleines Feuerchen hin. So. Verwenden. Fleischbraten. Dann können wir was essen. Wir haben den Fluss gleich nebendran. Da können wir jetzt halt dann auch gleich was trinken. Und dann können wir hier vielleicht sogar die Nacht gleich verbringen. So, gehen wir rein. Essen, gebratenes Fleisch. Yes, dann sind wir da auch gleich wieder voll. Breitwegerich noch reinhauen, dass ich da wieder voll bin. Aber ich habe doch gerade Wasser getrunken. Das hat wieder nicht funktioniert, oder? Achso, und dreckig bin ich auch. Dann gehen wir noch mal kurz schwimmen. Nacht schwimmen. Nicht nackt, sondern Nacht. So, jetzt bitte trinken. Danke. So, dann verbringen wir einmal die Nacht hier, würde ich sagen. Jawohl. Schlafen muss ich ja nicht unbedingt, ne? Weil wir können eigentlich schon die Zeit nutzen. Wir haben jetzt seit 0.12 Uhr, bis ich dann wieder zurück bin bei uns. Das dauert natürlich auch noch ein Stück. Da würde ich sowieso den Weg hier nach vorne nehmen und dann hier wieder zurück. Ist mir ein bisschen sicherer. Vor allem die Wölfe, die jetzt da waren, die haben wir ja schon erledigt. Die werden uns dann auch nicht mehr gefährlich. Ja, dann laufen wir zurück. Fertigkeiten, was haben wir hier? Kenntnisse in der Gewinnung, Schatzjägermeister, Zerstörung, Maultier. Bitte das Maultier. Oh, und ich habe 2 Punkte. Cool. Das heißt, wir können 10 Kilo mehr tragen. Das ist Gold wert, echt. Landwirtschaftliches Wissen. Zusätzliches Getreide auf den Feldern zu ernten. Das ist natürlich nicht schlecht, aber noch haben wir es nicht. Ich würde sagen, dass ich die 2 Punkte jetzt halt mal hier noch auf das Wissen gebe. Was haben wir denn hier? Ausdauerverlust, landwirtschaftliche Tätigkeit. Das hat alles mit dem Reittier zu tun. Reittier kann 10%, also das kann man dann später mal ausbauen. 10% mehr Früchte von Plantagen. Super. Also wenn ich 10 Äpfel ernte, dann bekomme ich 11. Ich weiß nicht, ob es das lohnt. Nee, ich mach nochmal hier auf das Wissen. Das baue ich jetzt halt aus. Dann lerne ich ja auch ein bisschen schneller. Das ist ja auch schon mal was. Wir sind echt schon wieder am Ende, ne? Das ist echt übelst. Ich habe immer das Gefühl, ich habe nichts gemacht. So, raus damit. Raus damit. Behalten. Behalten. Bronzehammer. Was hat denn der? 1600 hat der Haltbarkeit, ne? Und der hat nur 400, wenn er ganz ist. Nicht schlecht. Also ich würde jetzt erst einmal den noch behalten. Den Bronzehammer kann ich ja hier reintun. Den nimmt ja keiner außer mir. Solange ich den Bauschuppen nicht habe. Kupferspeer, Steinfall, okay. Dann sind wir 42 Kilo. Was hat mich noch einstecken? Ach so, das Fleisch ist ja auch so recht schwer, ne? Warte mal, dann tue ich das Fleisch jetzt halt hier auch raus. Weil das verdirbt ihr jetzt halt nicht von einem Tag auf den anderen.
Und dann ist das doch schon mal besser. Yep. Dann machen wir das so. Da werden wir dann miteinander wieder losgehen. Da laufen wir einfach hier quer rüber bis zum Weg. Und dann laufen wir hier den Weg entlang. Aber wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wird wahrscheinlich recht spannend. Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Ob wir vielleicht auch irgendwelchen Räubern oder sowas in die Finger laufen. Da müssen wir mal schauen. Alles klar, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.